Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn ihr am kommenden Wochenende nichts zu tun habt und ein bisschen Zeit in der Küche investieren wollt, dann solltet ihr euch dieses Rezept unbedingt mal anschauen. Für die Zubereitung brauchen wir erstmal einen Grundteig. Jede einzelne Schicht wird dann einzeln ausgebacken. Das dauert ca. 10 bis 15 Minuten bei 170 Grad im Backofen. Und danach werden die auf Zimmertemperatur abgekühlt und mit etwas Buttercreme bestrichen. Zum Schluss fehlt nur noch etwas Fondant und natürlich etwas Dekoration. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Video. Für den Grundteig brauche ich 4 Eier und diese muss ich dann noch trennen. Dazu nehme ich einfach 2 Schüsseln und gebe das Eigelb in die eine und das Eiweiß bleibt in der anderen Schüssel. Zum Eiweiß gebe ich dann noch etwas Wasser, dann noch den Zucker und anschließend wird alles schön steif geschlagen. Danach kann das Eiweiß zwischendurch noch in den Kühlschrank, damit es noch etwas fester wird. Und in einer anderen Schüssel gebe ich dann die Butter, den Vanillezucker, das ganze Mehl, Backpulver und dann noch die Buttermilch hinzu. Dann noch das Eigelb. Und alles zu einem Teig verrühren. Dann das geschlagene Eiweiß unterheben und nochmal alles gut miteinander vermischen. Im nächsten Schritt wird dann der ganze Teig portioniert. Ich verwende 5 Farben, also muss ich die Gesamtmasse durch 5 rechnen und gebe für jede Portion dann eine Farbe hinzu. Dann alles gut durchmischen und jetzt setze ich noch eine Springform aus. Gebt dann die erste farbige Schicht dazu. Dann den Backofen vorheizen auf 170 Grad und jede einzelne Schicht für ca. 10 bis 15 Minuten ausbacken. Dann kümmern wir uns noch um die Buttercreme. Dazu braucht ihr einfach etwas Puderzucker und dann die auf Zimmertemperatur gebrachte Butter. Dann einfach jede einzelne Schicht mit der Buttercreme bestreichen, dann wieder Buttercreme. Auch die Ränder schön mit einstreichen. Und dann die nächste Schicht. Und das einfach so lange, bis alle Schichten auf dem Kuchen aufgetragen sind. Zum Schluss wird nochmal alles drumherum mit der Buttercreme bestrichen, bevor wir dann den Fondant auflegen. Den rolle ich einfach aus und lege den dann auf die Torte oben drauf. Dann vorsichtig abziehen und mit der Hand glatt streichen. Danach noch die Ränder abschneiden und nach Belieben dekorieren. So ist der Kuchen dekoriert, das Ganze ist für einen Kindergeburtstag gedacht. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus, ihr könnt natürlich ein Dekomaterial verwenden, was ihr möchtet. Zu den genauen Mengenangaben einfach die Infobox anklicken, da kommt ihr zum Rezept. Und wenn euch das Rezept natürlich gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken und Schnabulieren in der Küche und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Video.